So, Freunde, willkommen zurück. Nach knapp 2 Wochen ist es endlich soweit. Ein neuer Part des Let's Plays ist online. Erstmal entschuldigt die 2 Verspätungen. Ich habe tatsächlich wirklich meine Führerscheinprüfung gemacht und sie einfach bestanden. Ich habe sie einfach bestanden. Darauf lag erstmal mein Fokus, doch jetzt geht es weiter mit dem Let's Play. Und was in dieser Folge alles passiert, das kann ich gar nicht hier am Anfang in Worte fassen. Erstmal direkt zu Anfang sind wir auf die neue 1.16.2 geupdatet. Beziehungsweise, was heißt neu? Sie kam ja schon vor 6 Monaten raus. Trotz dessen sind wir jetzt auf dieser Version und ich habe erstmal gecheckt, yo, ist mein Stuff überhaupt da? Funktionieren die verschiedensten Farmen, wie zum Beispiel die Goldfarm? Die Wither-Schädel-Farm? Die Creeper Farm und ist die Villager Trading Hall überhaupt noch okay? Ja! Und dann bin ich zu dem Projekt geflogen, wo wir seit über 4 Folgen dran sitzen und habe gesehen, dass da gar nichts okay ist. Und danach bin ich erstmal 3 Tage lang verzweifelt. Aber das seht ihr heute. Ich wollte nochmal Danke sagen für den Support. Ich glaube, wir haben in den letzten 10 Tagen 1000 Abonnenten oder so gemacht. Danke, Jungs. Und schaut doch gerne mal auf Instagram sowie Twitter vorbei. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Ihr werdet es gerade schon gesehen und gehört haben, wir sind jetzt auf der 1.16.2 unterwegs. Ich habe schon ein bisschen geguckt, ich habe schon ein bisschen was gemacht, aber letzten Endes müssen wir schon wieder hier die Folge starten. Das Problem ist einfach, wir haben einen kleinen Bug und zwar, und ich weiß nicht warum, ist nach dem Weltupdate einfach so gekommen, dass die Villager nicht mehr dort drin stehen, sondern hier jetzt außerhalb auf den Betten stehen. Bedeutet, wir müssen heute als allererstes am Anfang erstmal uns darum kümmern, dass die Kack-Villager dort wieder reinkommen, weil sonst kann ich nicht in Frieden ruhen. Das werden wir heute dann zuerst machen. Ich habe eigentlich auch gar keine Lust auf diese Villager. Die kotzen mich auch an. Ich weiß gar nicht. Immer gibt es Probleme mit Villagern. Ist euch das mal aufgefallen? Immer haben wir Probleme mit Villagern. Und danach, Leute, dann wird's lustig. Denn in der 1.16.2 gibt es ja, wie viele wahrscheinlich wissen, ab jetzt Nether White. Das ist ja im Prinzip das bessere Diamant. Und man findet es im Nether. Das werden wir heute erstmal suchen und unsere komplette Diamantenrüstung beziehungsweise eine Nether White Rüstung machen. Komplette Nether White Tools. Alles Nether White. Das wird heute ganz krank. Das will ich heute auf jeden Fall noch schaffen. Und danach geht es weiter, denn dann werden wir als allererstes erstmal die Planungen vornehmen. Wir haben ja letztes Mal das Lager angesprochen, was ja ziemlich groß und impulsant werden soll. Und da müssen wir erstmal die Größenordnungen durchgehen, müssen noch ein bisschen was gucken, ein bisschen gucken, wo wir das Haus jetzt speziell hinbauen. Vielleicht können wir dann heute schon mit dem Bau anfangen. Zwischendrin werde ich auf jeden Fall noch eine Baumfarm bauen. Ob ich die heute schaffe, weiß ich noch nicht. Kommt auch ganz drauf an, wie lange ich jetzt da oben mit den Kack-Villagern brauche. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt rausgebackt sind. Das macht doch maximal gar keinen Sinn. Wie gesagt, heute wieder viel vor, viele Pläne. Ich hoffe, ich schaffe das heute alles. Wenn ja, wäre es ein Traum. Und ich würde euch viel Spaß wünschen. Kurzes Update. Ich bin gerade so glücklich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Passt auf! 1.16.2. Ich dachte erst, die Villager stehen hier draußen, weil sie rausgebackt sind. Nein, sie stehen da draußen, weil wenn sie aufwachen, stellen sie sich immer automatisch da draußen hin. Ich habe das gerade versucht zu fixen, habe hier 1,5 Stunden gesessen und die Villager dort rein im Prinzip gebracht mit Minecarts, bis ich gesehen habe, yo, das funktioniert gar nicht. In der Zwischenzeit ist ein Eisengolem gespawnt. Der hat unsere 3 Zombies hier getötet. Der Eisengolem hat auch mich 2-mal getötet und mein Stuff war weg. Komplett. Also hier, wir haben nur noch so Kack-Tools. Jetzt muss ich mir einen Fix überlegen, wie wir es machen, dass wenn die Villager vom Schlafen aufstehen, sie nicht außen draufstehen, ne? Weil sie stehen auf und stehen auf den Betten. Ja, ich mache mich mal an die Lösungssuche. Es ist eigentlich nur traurig, ne? Also ich bin gerade so abgefuckt, dass es... Puh, zum Glück habe ich mich unter Kontrolle. So, Leute. Ich habe jetzt hier die Farm gefixt und ich bin einfach enttäuscht. Wir haben gerade 1,5 Stunden Zeit damit verbracht, die Villager, wie gesagt, dort reinzubringen, obwohl es gar keinen Sinn gemacht hätte. Also ungelogen, der Fix ist einfach nur, um es hier zu präsentieren, hier muss man einmal raufklicken, dann ist das Redstone so. Und dazu muss man hier oben den und den Stab setzen. Denn sobald die gesetzt werden, haben die Villager scheinbar keine Blöcke mehr, wo sie sich denken, ach, da kann ich jetzt drauf spawnen. Und wie man jetzt sieht, hier, sie sind wach. Jetzt mache ich hier zu, sie schlafen. Ich mache auf, sie wachen auf, sie stehen wieder da drin. Ich mache zu, sie schlafen, zack, ich mache auf, sie stehen wieder drin. Ich kümmere mich jetzt darum, dass es gefixt wird und alle Villager wieder in Ordnung sind und blablabla, bis dann.
Ich kann kotzen, einfach nur traurig. So Leute, danach haben wir die Villager versucht, in ihre richtigen Positionen zu bringen und dabei ist so viel passiert. Sie sind, wie ihr da seht, in Boote von Zombies eingestiegen. Dann muss ich die Boote umsetzen, dann sind die Zombies runtergefallen. Danach haben wir noch Stunden an Arbeit damit verbracht, die irgendwie da reinzubekommen. Und dann beim Transport von den Zombies, die die Eisengolems getötet haben, als sie gespawnt sind und mich ebenfalls getötet haben, als ich versucht habe, diese Zombies neu ins End zu bringen, passierte das. Einfach nur zum Kotzen. Ich habe Zombies ins End gebracht. Am Endportal habe ich ein Netherportal, um schneller zum End zu kommen. Nee. Ich habe neben dem Endportal ein Netherportal, um in den Nether zu kommen. Über der Bedrock-Decke befinde ich mich im Nether. Oh mein Gott, das ist. Ich habe Zombies ins Endportal gebracht und dabei kam ein Creeper mit zum Endportal. Das habe ich zum Nether gelockt, dass der Creeper in den Nether geht. Das habe ich vergessen, habe die Zombies ins End gebracht, habe sie dort vertransportiert. Okay, wollte dann gerade durch den Nether Redstone-Stuff holen, den ich brauchte, um das da wieder fertig zu bauen. Dann gehe ich durch das Nether-Portal in den Nether an die Bedrock-Decke, wo der Creeper steht, der mich direkt in die Luft sprengt. Ja, der Creeper zerstört, dadurch, dass er in die Luft gesprengt ist, im Nether erstmal mein Nether-Portal, was über der Bedrock-Decke ist, was natürlich nicht spawnen darf, sondern das musst du synchronisieren. Bedeutet, ich spawne, weil ich mir meinen Spawn-Point, weil ich mir ein Bett neben dem Endportal gestellt habe, damit ich, wenn ich im End rausgehe, ich direkt neben dem Endportal spawne, in der Oberwelt, okay? Spawne ich im Prinzip an diesem Bett, weil ich gestorben bin und deswegen, wenn ich jetzt in das Nether-Portal gehe, um zu meinem Stuff zu kommen, komme ich im Nether in der Unterwelt raus. Bedeutet, ich komme nicht mehr meinen Stuff, der an der Oberdecke liegt und ich müsste ohne Stuff von dem Endportal, wo ich bin, über die Oberwelt nach Hause traveln zu einem Nether-Portal, um durch den Nether an meinen Stuff zu kommen. Weil nur dieser Kack-Creeper mich in die Luft gesprengt hat. Ja, du kannst es dir nicht ausdenken. Das ist nie wieder baue ich eine Farm. Nie wieder baue ich eine Farm. Irgendwie. So Leute, hi. Über 14 Stunden Ingame-Zeit später sind wir jetzt hier angekommen. Wir mussten so viel an den Farmen verändern, was ihr wahrscheinlich teils auch alles gesehen habt. Dazu sind dann zahlreiche Zombies durch Eisengolems getötet worden. Die Villager waren irgendwie draußen und dann wieder drin und jetzt weiß ich nicht, aber wir haben alles an dieser Farm gefixt bekommen. Holy shit! Seit 4 Wochen arbeiten wir an dieser Farm und endlich ist alles fertig. Wir sind jetzt in der 1.16, wir updaten jetzt erstmal nicht auf eine neue 1.17 oder so, deswegen alles safe. Alles an der Farm ist fertig, hier werden nie wieder irgendwelche Bugfixes entstehen müssen oder irgendwas. Ich werde mich jetzt lediglich noch AFK stellen über die Nacht wahrscheinlich und morgen früh dann über den Tag hinweg, werde ich hier einfach AFK stehen und dann ist gut, dann wird hier Eisen produziert. Es ist alles saved. So, und bevor ich es vergesse, ihr seht es ja schon in der Bossbar, irgendwie ist es in der 1.16 scheinbar anders mit dem Laden von einem Wither und ihr seht es auch schon, der hat hier einfach alles gefickt. Also der Wither hat wirklich, der hat hier alles zerstört, der hat alles komplett auseinandergenommen. Die komplette Farm ist eigentlich im Arsch. Kann man das im Arsch nennen? Ich habe mir da als Lösung aber schon überlegt, weil wir keine Wither-Rosen mehr groß brauchen, dass ich einfach nochmal irgendwie mich eine Nacht lang dann AFK stelle, das alles nochmal ganz baue, mich dann eine Nacht lang AFK stelle, dass wir wirklich doppelkistenweise Wither-Rosen haben, ohne Ende, en masse, dass wir nie wieder irgendwelche farmen müssen und dann reißen wir das gesamte Konstrukt da ab, beziehungsweise töten zumindest den Wither. Ich bin der Meinung, wir werden uns jetzt als nächstes erstmal daran machen, Nether White zu holen, das ist eigentlich am interessantesten. Einfach gleich erstmal los und Nether White holen, die Rüstung machen, wir sind auch 10.000 Mal gestorben, ich habe irgendwelchen Stuff einfach an. Es ist ganz schlimm, alles gelaufen. Netherwhite ist jetzt erstmal das A und O. Aber dachtet ihr jetzt wirklich, dass die paar Rückschläge, die bisher passiert sind, alles in der Folge waren? Ich hab's eigentlich gedacht. Wie ihr seht, haben wir dann mit TNT Netherwhite gefarmt. Ist ja relativ easy, trotzdem sau selten und schwierig. Ich glaube, ich habe insgesamt für die Menge, die wir am Ende zusammen gehabt haben, über 2 bis 3 Stunden gefarmt. Auch das TNT ranholen und alles musste man ja alles dazu berechnen. Und diesen Vorgang mit dem Sprengen und wieder abbauen, sprengen, abbauen, sprengen, abbauen, den habe ich eigentlich immer wieder durchgeführt mit stackweise TNT. Ich glaube, wir sind damit 3 oder 4 Stacks in den Nether gegangen. Nach 2,5 bis 3 Stunden monotones Farmen. Immer das gleiche machen.
hoffen, dass irgendwie viel Netherworld zusammenkommt. Wollten wir uns eigentlich auf den Weg nach Hause machen. Habe ich dann auch. Und ich hatte 34 Netherworld zusammen. Das muss man natürlich jetzt durch 4 rechnen. Trotzdem sind das scheiße nochmal 8 Stück. Damit hätten wir eine komplette Rüstung plus komplette Tools craften können. Und ich komme auf die Idee, mir erstmal eine neue Festung anzugucken, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. War auch alles ganz spannend, sah ganz cool aus. Habe ich mir angeguckt, habe dann auch eine Schallplatte gefunden, wie ihr hier seht. War ganz cool, bin dann fast gestorben, weil ich erstmal in die Lava gesprungen bin, dann weggeflogen bin und dann fast verbrannt bin. Ja, und dann passierte nach 3 Stunden monotones Farmen. Ich war einfach glücklich, dass ich nach Hause konnte. Dann passierte das. Oh nee. Ich hab keinen Bock mehr. Für heute ist das hier erstmal vorbei. Perfekt. So Leute, neuer Tag, neues Glück. Über das, was da gestern passiert ist, reden wir am besten gar nicht. Heute starten wir mit neuer Motivation und wie gesagt, hoffentlich neuem Glück in eine weitere Aufnahmesession für mich, in einen weiteren Aufnahmetag. Und ich bin jetzt seit 4 Tagen schon mit diesem Video beschäftigt und für euch war das wahrscheinlich nur ein kurzes Bugfixen, dann ein Wir farmen Netherwhite und sterben dann erstmal jämmerlich an so einem Scheißbeast, was echt unfassbar traurig war. Aber heute geht's wie gesagt mit neuer Motivation, neuem Verständnis zu der 1.16 weiter. Ich glaube, wir kriegen das alles hin und ich leg mal los und hol mir erstmal neuen Stuff ran, werde danach Netherwhite irgendwie organisieren und dann schauen wir mal weiter. So Leute, dann haben wir genau das gleiche Spiel wie am Vortag durchgezogen. Wir haben erst TNT geholt und sind dann einfach mit TNT-Sprengungen einmal quer durch den kompletten Nether gegangen. Hier bin ich übrigens auch fast gestorben erstmal. Das haben wir aber auch wieder eine ganze Weile durchgezogen. Ich glaube wieder an die 3 Stunden oder 2 Stunden oder so, aber diesmal mit viel, viel besseren Erträgen, weil ich jetzt wusste, wie man das TNT ordentlich sitzt und alles war super. Und ich traue es euch eigentlich gar nicht schon wieder zu sagen. Aber guckt euch bitte noch die folgenden 2 Minuten einfach an. Es ist unfassbar. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, okay? Ich weiß es nicht. Der Unterschied zum letzten Tod ist, dass ich diesmal die Koordinaten habe. Dank einem glücklichen Screenshot. Beziehungsweise, was heißt die Koordinaten? Das ist irgendwo da. Und eigentlich kann ich nur hoffen, irgendwie, dass ich die Koordinaten wiederfinde. Das war irgendwo bei minus 400, 2000. Das weiß ich noch, weil ich die Koordinaten immer nachgeguckt habe. Und das war irgendwo in der Nähe von unserer Wither-Skeletten-Farm. Und die ist da. Das ist der 2. Versuch. Der 2. Und ich bin schon wieder gestorben mit einem Stack Netherwhite im Inventar. Und so richtig dumm gestorben. Einfach nur so richtig dumm. So richtig. Oh mein Gott, nee. Oh. Mann. Ich will da nicht rein. Ich will da überhaupt nicht rein. So. Toll. Stopp. Welche Richtung? Scheiße, Mann. Och, nee. Ja, moin. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, dass ich nicht sterbe und in die richtige Richtung fliege. Ich könnte gerade heulen. Ich hab's gerade gesehen. Ich habe gerade die spannendste Suche nach einem Tod hinter mir. Wirklich mit Abstand die spannendste Suche. Ich bin hier durchgerannt, wirklich wie nichts anderes und habe hier 5 Minuten lang oder so nach meinem Stuff gesucht und gehofft, dass er nicht despawnt. Habe hier mich zurückerinnert, alles durchgemacht, okay? Ihr habt alles nicht gesehen. Wir haben unseren Stuff wieder. Zum Glück. Gottverdammt, zum riesigen Scheißglück. Also wirklich, sonst wäre ich hier echt eskaliert heute. Ja. Wie gesagt, 56 Dings. Ich werde jetzt hier weiterfahren. Es ist absolut, also meine Nerven liegen blank. Ihr habt alles nicht mitbekommen. Ja moin, ihr habt nichts gesehen davon. Also wirklich nichts. Es tut mir so leid. Wir werden aber jetzt die letzten 2-6 TNT hier noch verballern. Ein bisschen Netherwhite Farm und uns dann die Rüstung machen. Es ist krank. So Leute, nach zahlreichen Stunden ist der Netherwhite Stuff endlich fertig. Ich habe da so lange für gefarmt und ich habe gerade eben schon 10 Stück, wie ihr hier seht, rausgenommen und
Dinger geben so viele Level. Ich habe das vorher noch nie irgendwie gesehen. Ja, passt mal auf. Was? Die davor haben uns so viel rausgegeben. Muss ich so rausnehmen? Ach. Wow, ich habe einfach das davor komplett falsch rausgenommen. So, und mit den Netherite-Platten können wir jetzt das Ohr machen. Und zwar die hier. Und die sind ganz entscheidend. 15 Stück. Ich hoffe, die reichen. Ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wie man aus Dia Netherite macht. So, für diesen Vorgang brauchen wir nämlich ein Schmiedtisch. 4 Holz, 2 Eisen. Schmiedtisch, zack. Den setzen wir jetzt. Zack, wir setzen ihn mal hier, zack. Und wenn wir da jetzt reingehen, genau, jetzt geht's nämlich los. Jetzt können wir hier den Diamant haben. Netherite, bam. Tatsächlich, ich habe schon gesehen, dass manche Leute dafür 15 Stunden oder so gebraucht haben. Irgendwie, die Rüstung ist halt schon extrem krank, habe ich gehört. Die soll extrem alles pushen. Jetzt wird es wichtig, mit der Rüstung nicht zu sterben. Davor hat es mich eigentlich nicht gejuckt zu sterben. Jetzt würde ich ungern sterben. Die Rüstung zu erfahren, dauert 1000-mal länger als jegliche Diamantenrüstung. Wirklich 1000-mal länger dauert diese Rüstung. Das ist krank. Und ebenfalls machen wir uns natürlich direkt die passenden Tools dazu. Bam. Bedeck dich mit Schrott. Alter, Maschallah. So, dann habe ich jetzt hier in der Chest den ganzen Stuff. Und jetzt muss ich mich erstmal selbst umbringen, damit ich diese Hose wegbekomme. Och, Mann. Hier, das geht, denke ich, am schnellsten. Zack. Tod, wiederbeleben. Zack, direkt daneben. Und jetzt können wir einfach die komplette Rüstung anziehen. Wir ziehen sie mal an. Irgendwie fühlt man sich schon krass. Man fühlt sich schon krasser als vorher. Ist aber die Rüstung jetzt so viel stärker. Guck mal, das Schwert hat 8 Angriffsschaden. Da kommt dann natürlich, wir müssen jetzt auch alle Sachen enchanten, also richtig OP enchanten, vor allem die Rüstung. Auf die Rüstung kommt jetzt alles irgendwie drauf, was man haben kann. Das sieht schon echt krass aus, alles. Also wirklich, ich fühle mich schon so ein bisschen krasser als vorher.